Oha, guck mal hier. Neues, aber immer noch keine Online-Turniere. Aber es sieht anders aus jetzt. Rangkämpfe. Season ist jetzt vorbei. Neue Season hat begonnen. Wir haben einen neuen Rang an. Zu 40.000. Ich habe nicht einen Meisterballkampf gemacht und bin trotzdem höher platziert als die Saison davor. 100.000 LP, ein AP Top, geil. Ein Kronkor Gold-Kronkorken, Fähigkeitspflaster. Ein Pflaster. Man kann direkt dazu sagen, nächste Saison kriegt man sogar Geheimgewürze hier raus. Er spielt nicht mal Rückenwind. Er spielt nicht mal Rückenwind. Wasser und so ein Scheiß, ne? Auf Angriff. Erstmal Überrumpler. So. So muss das laufen. So. Gar kein Schaden. Bam. So. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so, genau, Rui. Spezialangriffe gestärkt, okay. Dann mache ich hier einfach mal einen Gene auf dich. Und ich versuche noch irgendwie rauszukommen. Aber ich baller einfach einen Flammenblitz drauf. Scheiß drauf, Flammenblitz! Ja, schade. Spezieller Angreifer und physischer Angreifer. Für euch habe ich was. Für euch habe ich was. Ich mach mal so und versuche den physischen Angreifer wegzubekommen. Den speziellen. Ja, er kann auch noch Terra machen. Das ist halt gerade ein bisschen das Problem. Er macht aber Terra auf jeden Fall auf Eisenhals. Deswegen gehe ich erstmal auf Fiaro. Ach, keine Ahnung. Fiaro hat keinen Orkanschwing mehr. Könnte sein, dass Flatterer schneller ist. Also, eigentlich müsste Flatterer schneller sein. Und dann ist 4 Euro weg. Habe ich mir gedacht, deswegen bin ich hier auf ihn gegangen. Aber wieso macht er keinen Terra? Er kann Rückenwind machen. Er ist schneller als Flatterer. Krass, das hätte ich ja niemals gedacht. Ja, aber jetzt, was will er jetzt noch machen? Was will er jetzt noch machen? Den Rückenwind hätte er direkt machen müssen.
Was will er jetzt noch machen? Hallo GG Boy. Luftschnitt macht er. Er geht auf. Er hat auch noch nicht getroffen. Oh, das tut weh. Das tut mir leid. Das ist assi. So. Win. Win. Bam. Es ist noch sehr viel Durcheinander hier. Es ist Bedroher mit Eisenbündel, ja. Geschwindigkeit mit Bedroher. Deswegen habe ich einen Spezialangreifer genommen. Eisenbündel ist schneller, ja. Macht aber gar keinen Schaden gegen mich. Gegen Kürtel ein bisschen. Soll ein Kürtel angreifen, ist mir egal. So, Mondgewalt. Hat er irgendwas? Hat er irgendwas? Er hat nichts. Er hat nichts, was mich sehr effektiv trifft. Er hat kein Geist, er hat kein Stahl. Er könnte Terra-Stahl machen. Macht er Terra-Stahl mit dem? Falls er Terra-Stahl macht, gehe ich erstmal auf Dutfi. Sehr wahrscheinlich, dass er Terra-Stahl hat, ne? Oh, wenn er Terra-Stahl hat, könnte wehtun. Gucken wir mal. Und Schwebe? Ja, könnte sein. Predicted. Drache. Dumm. Wieso Drache? Wieso macht er nicht Stahl? Stahl macht viel mehr Sinn. Machst du jetzt eine Drachenattacke oder was? Eissturm, okay. Flatterer sogar verfehlt, geil. Kürtel innet ist egal. Kürtel. Okay. Er geht er voll auf Initiative. Du schläfst erstmal. Machen wir eine Hitzewelle und einen Mondgewalt. Bam! Er spielt Zarschbündel. Naja, Fokus gut auf dem Bündel. Für einen Eissturm. Also da gibt es 1000 Pokémon, die besser sind dafür. Holst du ihn zurück? Was holst du? Was bringst du? Bitte kein Stahl. Hat er Stahl mit? Was bringst du? Dutfi. Okay. Wieder Eissturm. Digga, du bist doch schon schneller als alles. Natürlich ein Volltreffer. Ah, scheiße. Geil. Er will das Flatter. Aber er hat schon Rückenwind draußen. Wie langsam. Hä? Das hat sich nicht gelohnt, meiner Meinung nach. Was ist seine Mission? Hat sich das gelohnt? Was macht er? Ja, frage ich mich auch. Das ist ein Bot oder so. Was macht er? Das weiß niemand, was er macht. Sein Flatterhaar ist fast tot. Und er überlegt sich, okay, ich booste nochmal Spezialangriff, Spezialverteidigung und Init. Digga, greif an. Du musst angreifen. Attack. Aufgegeben. Ja, da hat aber auch niemand verstanden, was du machst, mein Dude ist da.